Natürlich können Sie auch mit Google nach wissenschaftlichen Aufsätzen recherchieren. Dafür nutzen Sie am besten die spezielle Suchmaschine Google Scholar, die ähnlich wie die bekannte Google-Suche funktioniert. Die Suchmaschine durchsucht Internetseiten nach wissenschaftlichen Dokumenten, wie zum Beispiel Artikel, Buchkapitel oder Seminararbeiten. Dabei werden die Homepages von Verlagen, Bildungseinrichtungen, Repositorien und Preprint-Servern genauso durchsucht wie diejenigen von Privatpersonen. Es können also keine einheitlichen wissenschaftlichen Standards sichergestellt werden. Eine thematische Suche sollten Sie am besten in den Fachdatenbanken durchführen. Möchten Sie allerdings den Zugang zu einer Quelle prüfen und gleich die PDF dazu bekommen, eignet sich der Google Scholar Suchschlitz. Hier können Sie die bekannten Quellenangaben eintragen, beispielsweise die AutorInnen, Publikationsjahr oder Aufsatztitel. Die Treffer werden nach Relevanz sortiert und mit bibliografischen Angaben versehen. In der rechten Spalte werden die Links gelistet, die Sie zur PDF führen. Ist kein Link angegeben, ist so einfach auch keine PDF verfügbar. Ein Klick auf den Titel leitet Sie weiter zum Ursprung der Publikation, beispielsweise zur Verlagshomepage oder zu einem Open Access Repositorium.